Professional Deutsch. Wir laufen wieder. Skirmishes in einer Stunde 6 Minuten. Arena PvP in 2 Stunden 6 Minuten. Das sind immer nur die Vorteile. Achso. Ganz geil gemacht eigentlich. Ich bin eben auf den Balkon gegangen, eine rauchen, komme ich ins Schlafzimmer, sagt meine Frau, ich soll mir die Hose ausziehen. Ich mich schon gefreut, geht's um Wäsche machen, ey. Ah ja, kenne ich, in die Falle bin ich auch schon getappt. So, und nun? Jetzt folgen wir dem Glitzer, oder? Was ist es? Ist das Twilight oder was hier? Mehr brauchen wir eigentlich nicht machen. Hier. Krittler und der Schiffsmädchenjunge hier. Ist das eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Still a better love story than Twilight. Noch immer die Beta hier? Ja. Oh, reicht's nicht, wenn einer mit dem redet? Oh, goodbye. Schätze her. Goodbye. Dann. Das kriegen wir übrigens, das ist für Barlow ganz wichtig, unsere RP-Kleidung. Verpiss dich. Was? Wo kann ich die verkaufen? Das ist die RP-Kleidung. Click the fashion button to equip and view fashion items. Purely cosmetic gear. Wieder zurück zu Johnny Knoxville. Wo ist der fashion button? Der fashion. So, wir haben eine neue Quest. Wo müssen wir jetzt hin? Ach, da. Oh Gott, sei doch nicht jeder so schnell. Warte doch erstmal auf mich. Ich muss ja noch den Fashion-Button finden. Cockblock von der eigenen Frau, das hört sich auch gut an. Vor allem schreibt hier jemand, geht mir mit meiner Mutter auch so drunken. Ich glaube, du hast das nicht ganz verstanden. Oh Gott. Sick. So, your party is waiting for you. Ja, bei mir auch. Worauf wartet ihr denn? Wo rennst du denn hin? Ich hab hier so eine Instanz, glaube ich, oder so. Wo es weitergeht, müssen ihre kompletten Homies am Start sein. Aber wo ist das? Wo seid ihr? Bei mir. Dem Glitzer hinterher. Mein Gott. Ich bin halt kein Halbling, ich sehe den Glitzer nicht so gut als Zwerg. So, hier ist so ein lila Leuchtegelöt. Ah, da ist ja auch Krittler. Press F to enter. Enter. Wir müssen noch auf den Zwerg warten. Ja, wir müssen erst auf Drunken warten. Da kommt er angewatschelt. Los, Gimli. Ein Zwerg wird von niemandem geworfen. Oh, ich soll hier eine Private Message machen? Wieso? Verstehe ich nicht. Ja. Ah, jetzt doch nicht mehr. So. Die erste Instanz hier. Ballon. Respawn Point unlocked. Alter, geil. Jetzt hast du hier den Venian-Knopf. Du kannst J drücken, um die Lore zu lesen zu dem Dungeon. Ich gehe vor, ich bin der Tank. Wie groß ist eigentlich normalerweise eine Party? 5. Okay. Diese Instanzen kann man übrigens dann auch alleine spielen, ne? Cool. Piu, piu. Ich habe mich gerade gefragt, ob die Gegner in diesen Solo-Instanzen auch skalieren, wenn wir mit 4 Leuten hier reingehen. Anscheinend nicht. Das ist ein bisschen blöd. Aber anscheinend skaliert das Gold. Das ist etwas. Ja, aber das ist ja blöd, dass die... weil wenn du hier alleine bist, brauchst du für so ein Pack schon relativ lange. Ne? Also im Vergleich zu dem, was wir jetzt mit diesen Dingern machen. All die Fresse und Heil. Komm ja gar nicht dazu. Ich folge mit dem Glitzer. Irgendwas looten, aber ich kann nicht. Take all. Das ist doch weg. Take all. Erste, was ich gelernt habe hier. Take all Taste. Oh, wo bin ich denn da hingedingert? Da leuchtet irgendwas. Einfach mehr pullen. Hier ist ja so wenig. Das ist eine Kiste. Ist Take im all. Kampf. Der Roadclang-Schurke. Da ist auch noch was. Take all. Ach, Krittler ist ein Schurke? Ja. Sehr sicher. War schon immer ein Schurke. Amulett. Alles klar. Take all.
Erstmal gucken, ob hier hinten irgendwo Loot ist. Da ist die Kiste. Alles klar. Interact. Take all. Das ist einfacher, einfach draufhauen, macht schon Spaß. Ne? Ja, wie gesagt, wenn du ein bisschen mehr mit den Gegnern sich beschäftigen könntest, dann wäre das noch lustiger. Ach, guck mal, hier leuchtet was so ganz extrem. Hier ist der Glitzer vorbei, glaube ich. Ah, nee. Geht's weiter. Ist hier irgendwas? Da, da ist da irgendwas. Ah, nur Geld. Auch geil. Gibt's hier noch irgendwo Leckerlis zum Einsacken? Da auf dem Tisch ist doch bestimmt irgendwas. Ach ja, guck mal, mit dem müssen wir sprechen. Ja, da ist der Glitzer wieder. Zum Buch, zum Buch. Lore, ah, ich habe aus Versehen Lore angeklickt. Oh, und hier ist die Tür aufgegangen. Das ist halt, das finde ich ganz lustig daran, ne? Dass man halt so, ne? Da vorne kann man sich übrigens heilen, wenn man muss. Ach, aber gut. Erstmal gucken, ob da noch Loot ist. Wir haben ja M-Pox. Ist hier Loot? Seht ihr eigentlich die grünen Zahlen, wenn ich hier so AE heile? Ja, ja, ne? Ja, ja, ja. Das ist echt geil. Ich kann das echt empfehlen. Leute da draußen, müsst ihr runterladen. Kostet nur 3,7 Gigabyte. Genau, also die 72 Gigabyte ist überhaupt nie aufgebraucht von eurem Maximalvolumen. Niemals. Ah, ne, die 1 bewahre ich mir noch auf. Harte Zeiten. Ich war gerade 1 voll. Ah, lass mal die 1. Meinst die du, dass harte Zeiten kommen? Die harten Zeiten kommen noch. Da kommt noch ein Boss am Schluss. Ich hasse so Cooldowns, die man sich für einen Rainy Day aufheben muss, ey. Ich bin Skeleton Slayer jetzt, ey. Cool, das freut mich. 50 Skelette umgebracht. Indian sprintet hier an mir vorbei, der. Ja. Der ist Son Goku unserer Gruppe, ey. Ja, wenn der erstmal in die Luft springt, dann geht's los. Alter, aber Balo ist auch so ein alter, Schatten. Krittler. Schattenmensch. Finde echt, dass ich so nennen soll. Kann man einen Name-Change machen? Ja, kann man kaufen. Aber ich weiß nicht, ob man das für die Charaktere kann oder für den Account. Dass du das überhaupt schon weißt. Das stand im Charakter-Screen. Ach so. Und in dem hat er relativ viel Zeit. Ist das verbracht. Der Boss, der da aus dem Grab raus? Nee. Hier ist irgendwas. Requires Religion Skill or Kit. Religion Skill? In Religion Skill hat doch bestimmt M-Box als Kleriker, oder? Nee, das ist, hat auf jeden Fall was mit Crafting zu tun. Da brauchst du immer so, so Forschungskits, um dann irgendwelche Dinge dann dort zu machen. Da habe ich mich aber noch nicht mit beschäftigt. Take all. Take all. Willst du sich mit irgendwas halt beschäftigen? Schlecht, ne? Ja, warte ab. Geht gleich noch tierisch ab hier. Meinst du, wird noch schwer? Das ist halt echt blöd, dass das nicht skaliert, aber... Ab wann gibt's denn eine richtige Instanz? Ich glaube mit Level 6 oder sowas. Dieses Black Lake. Das ist aber keine wirkliche Instanz, das ist eher so ein Szenario. Da musst du so ein, ich glaube, ein Grab war das beschützen und dann so Gegnerwellen abwehren. Aber da sind schon teilweise ganz coole Mobs dabei. Oh. Die haben hier eine Krone. Na, jetzt gibt's aber gleich tierisch in die Schnauze mit dem Stühlchen, ey. Oh. Das ist nochmal ein Cutscene. Guardian of the Nine. Alles klar. Standard-Panne. King. Wird schon. Jetzt achtet. Bam! Der Phönix aus der Asche. Ja, was ist der Phönix? Und vorbei. Na, das war ja echt schwer, aber gut, ich habe auch meinen Superskill da. Ist er jetzt schon tot? Ja. Boah, ich habe echt lange für den alleine gebraucht. Das hat wirklich lange gedauert. Vorne kann man was looten. Ja, halt so 3 Minuten oder sowas hat der Kampf gedauert alleine. Oder 2 Minuten. So, was kann ich nie anlegen. Goal. Kann ich das anlegen? Wahrscheinlich schon. Ich habe hier ein Lethal Greatsword. Will das jemand haben? Ja, gib her. Wie kann ich dir das denn geben? Du musst auf ihn zielen, dann auf F drücken und dann auf Handeln. Aber kann ich das überhaupt tragen? Keine Ahnung. Ist es zweihändig, das Greatsword?
Classic ja, Great Weapon Vanyan, Fighter. Ne? Das ist was für Vanyan, das muss für Vanyan geben. Okay. Echt? Ja, ja. Das ist klassenbeschränkt. Great Weapon Fighter. Weiß ich endlich, wo meine Sprint-Dingens der auch von ablädt. Also wie war nochmal anhandeln? Genau. F drücken, also auf ihn zielen, F drücken. Ah, und dann hier Trade. Boah, ist das kompliziert. Ja, ich. Aber jetzt kam gerade der Ladebildschirm da rein. Mhm. Oh, er will patchen. Warum das? Mit Alter ist das Spiel umständlich. Ihr seid alle so verwöhnt, ne? Richtig. Steuerung Apfel F4. Und schon das kriegst du das halt Menü so, zum Handeln. Dass man halt keine freie Maus hat. Von daher muss das ja irgendwie. Wie nützlich und auch. Finde, und ich finde anvisieren und F drücken jetzt nicht so mega kompliziert. Ich finde es auf jeden Fall nicht so schlecht, wenn man so targeted hat, anstatt tatsächlich Ziele zu haben. Ich finde das scheiße. Nicht von der Idee her zumindest nicht schlecht. Ich finde sogar die Idee scheiße. Was findest du, was weiß ich, ich habe es nicht zugehört. Dass dieses, man halt nicht was dieses ansteckt? Targeten. Aber dann hätte ich gerne eine Ego-Perspektive eigentlich. Wenn ich targeten muss. Das ist ja auch so, also mit dem Targeten, aber da hat man halt die Maus noch frei, das stört mich jetzt hier so ein bisschen. Da muss man auch targeten, oder was, in Walzer? So wie hier im Prinzip, also relativ ähnlich. Außer, dass du halt die Maus frei bedienen kannst, wie ich ja schon mal erwähnt habe. Ja, go to the ruined tunnels. Ach, wo ist denn der Glitzer? Da. Folgt dem Glitzer! Auf welches noch diese eine Quest? Könnte das nicht für also ich meine, für Kleriker, Halblinge. Was für eine Quest auf dem Weg? Hier war gerade eine Quest, die ich annehmen konnte. Habt ihr die nicht gehabt? Weiter zur Quest angenommen. Warum nicht? Weiß nicht, weil ich jetzt zu den Tunneln unterwegs war. Ja gut, aber da war noch einer auf dem Weg, warum sollte man die dann... Ja gut. Nicht, dass das in einer der Grundsatzexplosionen endet. Star Trek ist cool, ja. Nehmen wir mal alles an, was ich unterwegs sehe. Das sieht aus, als wäre es für PS3-Kiddies programmiert worden. Was, das Oder Spiel? Wurde für die PS3 programmiert. Alter, fühlst du dich doch nicht angegriffen, wenn hier das Spiel geflammt wird, ey. Nein, aber ich will es ja mal begründet haben. Außerdem kann ich mich angegriffen fühlen, wie ich lustig bin. Du bringst hier gleich wieder so eine Diskussion über Challenge Modes vom Zaun. Ich finde auch die Kritik gut. Die machen wir später noch. Ja, das sieht aus, wäre es für PS3-Kiddies. Oh. Was seid ihr noch bei mir? Ich ruckle mich hier an den Leuchtpfad entlang. Ich auch, aber ich weiß nicht, ob wir uns denselben Leuchtpfad... Nee, weil du die Quest angenommen hast. Ich habe auch eine angenommen. Ich habe die nicht angenommen. Es ist wieder genau dasselbe wie in POV. Ich habe hier noch eine Quest gefunden. Ja, die ist recht einfach. Da muss man nur so Kisten anäffen. Ich äffe gerade ein Fass an. Take so, all. Schon fertig. Ich finde gut, dass sie das Spiel spielen. Dann weiß ich schon mal, dass ich es nicht kaufen werde. Das Free-to-Play brauchst du nicht kaufen. Hier sitzt einer auf einer Spinne. F. Was kann ich mal? Achso, hier ist der Glitzer. F. Mein Gott. Musst ihr das Spinnen? Muss ihr eigentlich das Spinnen mit den Beinen hören? F live. F. So, wo ist mein. Oh, da hinten sehe ich Poxy. Ja. Wo es weitergehen kann, müssen die Ungläubigen auch in diesen Kreis treten. Achso, du bist der einzig Gläubige hier, oder? Auf jeden Fall, guck mal, wie ich aussehe. Ich sehe aus wie so ein christliches kleines Mädchen. Du siehst aus wie Marcy Darcy. Irgendwie. Boah, ich krieg hier Epilepsie, so ruckelt das. Schiffsmädchen, Junge. Ja, aber warum ruckelt's denn bei dir so? Ich weiß es doch nicht. Wieder mal drunken. Vermutlich. War nicht. Schön fand ich... Die Turbo-Taste drücken. Als ich eben gerülpst habe und ihr sagtet, ah, Drunken ist da. Deckt mich. So, das hier. War noch nicht live, ne? Nee, das war nicht live. Oh. Los, wir sind los. Ja drin. Der wird ja bestimmt wieder skalieren. So wie der eben. Wahrscheinlich noch viel heftiger.
Not. Oh, krass. Du wirst sie ja noch nicht mehr angucken. Weißt du, was ich gleich mache? Ich melde uns mal für so ein selbst erstelltes Dungeon an. Vielleicht skaliert das ja dann wenigstens. Hier mit den ganzen Fallen auf dem Boden, ne? Wie willst du das denn machen? Geht. Ich denke, das geht erst ab Level 15 an. Dann kannst du die erst erstellen. Kannst du selber machen, ja. Aber dafür anmelden kannst du wohl. Oh. Geht. Was ist das denn? Wofür ist denn das gut? Ich will mal mit der Maus drüber gehen. Verfickte Axt hier. Einmal vorher F2 drücken. Greed. Ey, habe ich den fett weggeblockt, den Typen? Das sieht aber länger. Das war ja tatsächlich auch noch... Naja, das war der Boss wahrscheinlich. So Anführer-Mobs, für die du normalerweise, wenn du alleine hier drin bist, Dreiviertel Stunden brauchst. Ja, ca. 45 Minuten. Oh, das ist hier schon das Ende, ja. Tatsächlich schon der Anführer, glaube ich, hier. Ja. Boah, ist das krass. Oh, wie episch für diese Geschichte hier. Level 5. Bada bang, bada boom. Wieso bist du schon Level 5? Weil er die Kiste schon gelootet hat. Verrückt. Oh, hier ist das Bücherregal zurückgegangen. Und dahinter war ein... Dolch, was hab ich denn hier noch? Also, was in der Kiste ist? Ich habe keine Ahnung. You have unspent PowerPoints. Guck mal kurz, ob ich uns hier anmelden kann. So, Autor ist mir egal, Sprache Deutsch, Mindestdauer, sagen wir 15 Minuten Mindestdauer. Habe ich jetzt alles? Ich bin mir nicht so sicher. Wir nehmen mal das hier. So. Keine Ahnung, wozu das gut ist. Abonnieren, annehmen. Quest angenommen. Habt ihr jetzt auch Version der blauen Flamme in eurem Questlog? Drückt mal J. Nein. Dann teile ich die mal. Teile ich mit euch, ne? So, jetzt klick mal, drück mal J und dann drück mal einen Doppelklick hier auf Invasion der blauen Flamme. Das ist jetzt ein selbst erstelltes Dungeon von irgendeinem Typen, der sich das erstellt hat. Und dann müssen wir jetzt dem Glitzer folgen. In diese Quest irgendwo. Was muss ich da machen? Das X aktivieren oder nee? Einfach nur, dass du die in der Verfolgung hast. Aber ich denke, dass die Quest von einem Gruppenführer verfolgt wird. Also das ist ja jetzt Invasion der blauen Flamme, ist jetzt, ein Dungeon von irgendeinem User. Und da steht jetzt, ruht euch ein wenig aus. Es ist meistens so, dass man in irgendein Haus gehen muss und dann passiert irgendwas und dann ist man in den Dungeon von dem Typen halt, weißt du? Ja, geil. Ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen storytechnisch aufbereitet, damit du nicht plötzlich dich da rein teleportierst, sondern erst durch irgendein Haus. Drunken. Was? Hier, komm zu uns, Drunken. Ja, ich bin da. So, also das ist jetzt quasi nichts von genau. Dem Spiel an sich, sondern ist halt selbst gemacht hier. Ja. Da hat sich jetzt einer gedacht, Mensch, ich nehme mir mal die Madame Roswerta oder wie sie heißt hier und stell die dahin. Lass dir eine Quest geben, okay. Die gibt doch gar keine Quest, das oder? Das war ja fertig. Bitte hier gehen Sie zu Protectors Enclave. Also wir haben uns jetzt quasi hier ausgeruht irgendwie, ne? Also in dieser Bar. Und jetzt ist es wahrscheinlich so, dass er uns wieder halt in seine Stadt quasi reingehen lassen will. Du musst ja irgendwie diesen Übergang wir gehen wieder raus. Von der normalen Welt. Ich denke, wir müssen wieder raus, ja. Das wir haben uns ja jetzt hier ausgeruht. Das dann halt hinterher auch bewerten, ne? Und Trinkgeld kann man dem geben. Wenn man den Dungeon geil fand, kann man dem halt Gold dafür geben. Ich hab kein Gold, ich hab nur Kupfer. Geht auch. Dann mach ich selber, alles klar, ich mach selber Dungeons und dann staub ich Kohle ab. Jetzt steht er wieder gut. Okay, wir sollen wieder reingehen. Oh, ist ja schon mal riesig, das Dungeon. Also, ist wirklich toll. So, also so gibt's kein Trinkgeld, Junge.
Kannst du mir elfmal gleich sagen, was er hier erstellt hat? Ist oh, jetzt, wir sollen hochgehen. Jetzt. Riesendungeon. Gehst du rein, gehst wieder raus, ne? Gehst du rein, gehst du raus. Bist du schon wieder drin? Bist du hier ja, draußen und warten darauf, dass du reinkommst? Ja, genau. Bei mir steht immer noch, you must gather your party before venturing forth. Keine Ahnung, ich bin drin und kann mich jetzt ausruhen gehen. Also ich kann jetzt hier das Dungeon machen. Egal, ich komme mal wieder raus. Ja, das wäre nett, danke. Jetzt activating in 5 seconds. Ich hätte mir eigentlich zugetraut, so wie man M-Pox erkennt. Wäre es jetzt so gewesen, dass er... Jetzt steht er gleich alleine draußen und wir werden es aus. Vielleicht ist das Dungeon. Dann lass uns jetzt, das aber machen. Jetzt sollen wir wieder rausgehen, aber nicht rausgehen. Lass mal wir hier hoch, weil gerade als ich alleine hier drin war, hier hoch. War ich schon mal oben. Hier war nix. Hier ist nix, oder was? Ja, das ist natürlich jetzt... jetzt davor. Aber schön. Doch, doch. Da leuchtet da einer. Magie. Da ist ja, Corporal Benton. Yep, yep. Hooray. Jetzt hat er eine Quest. Wer? Ah ja, da. Kann man das sagen. Ja gut, aber das ist irgendeine andere Quest, glaube ich. Die wir completed haben. Ist das vielleicht die eine Quest von eben noch, die wir offen hatten und das ist gar nicht das Dungeon? Nee, soll ich dir sagen, was hier passiert ist? Sag mal. Der Typ, glaube ich, das nicht für eine Gruppe irgendwie konzipiert hat, weil als ich alleine auf F gedrückt habe, bin ich halt hier reingekommen und es sah hier auch ein bisschen anders aus. Na, super. Okay, toll. Such doch mal einen für eine Gruppe. Ich sehe hier Krittler mal wieder von nah an. Das ist immer wieder lustig. Oh Mann, ey. Hat Jochen mich heute noch angeschrieben, dass ich nehme eine andere. Dass die rechten Follower von Supergames TV nicht an euch hängen bleiben, wenn er das hier sieht. Gebt die mal auf. Dann war das auf J drücken Wunsch. Und dann die Invasion der blauen Flamme aufgeben. Das hat keinen Sinn. J, Invasion der blauen Flamme, abandon. Dann machen wir mal Katalog. Mindestlaufzeit 15 Minuten. Drop, finish, verpiss dich. Ja. Aber die haben 13.000 Leute mit 4 Sternen ungefähr bewertet. Das ist auch echt komisch. Vielleicht sind die sehr genügsam. Geh ins Haus. Yes, geh wieder raus. Awesome Quest. Geh nochmal rein. Alter, geil. Er hat die selber 13.000 Mal gespielt. So, hier, die soll recht schwer sein. Nehmen wir mal die hier. Das ist genau, super, die Leute ja auch schon jetzt aufsprungen. Denn recht also schwer ist genau das Richtige für uns. Ja, klar. Da gibt's auch Liesel Boots, Alter. Da gibt's Habt ihr die angenommen? Was, ja. Die Liesel Boots? Die gute alte Liesel. Königin ja? der Tiefen. Und nun? Wo jetzt? Weil die Königin der Tiefen hier beobachten. Hier geht's was, wie, wo, was, wen, was für eine Königin beobachten. Ein rachsüchtiger Geist. Ich sehe nur Glitzer. Ich laufe dem Glitzer hinterher. Dann kommt dem Glitzer hinterher. Ist doch dasselbe Glitzer, den wir hinterherlaufen. Ich laufe einfach mal Poxlowski hinterher. Ja. Warum bist du eigentlich eine Frau? Weiß ich nicht, weil ich... Wie weißt du nicht? Du hast es doch gewählt. Ich wollte mal eine Frau sein. Habe ich gestern durch Zufall reingesappt in das Ende von einer Show auf, ich glaube, Vox oder RTL 2. Ich weiß nicht mehr genau. Da ging es auch darum, M-Pox. Da ging es um sexuelle M-Pox? Italiener? Dass man eine Frau sein wollte. Genau, ja. Ich habe immer für Trans, siehst du ja. Oh, guck mal. Die Quest führt hier in einen Gulli. Oh. Nein. Und nu? Wie diese Quest-Ersteller uns trollen. Der hat doch bestimmt gerade jemand, der unseren Stream geschaut hat, gemacht. Komm, ich führe dich einfach zu so einem Warte Gulli. Mal, hier glitzert. Der hat aber irgendwie geglitzert. Hier. Ach, da. Quest beendet, alles klar, alles richtig. Münze in den Brunnen werfen. Ja, wir müssen jetzt 3 Sekunden warten. Press F to Münze in den Brunnen werfen. Wenn man euch nur zuhört, hört sich das Ganze wie ein Drogenbann. So, hier, da ist so ein leuchtendes Tor, da renne ich mal durch. Warte mal, bei mir lädt er noch alles klar. Den Dungeon runter. Aber hier ist so ein Geist oder so. Ja, ich komm mal. Belava Schwerthand. Server not responding. Ich hörte in Neverwinter von euch. Hey, ich will eine Münze werfen. Ihr müsst mal auf den Drunken warten, weil der muss das dann halt Frauen runterladen. Das dauert noch. Eins. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Frauen, erzählt weiter. Und warum seid ihr noch? Armee sagt ihr? Oh, schon vorbei. Hier hin. In den Eingang zu der Hälfte der Stadt. Da sind Gegner. Und tötet. Los, drauf. Drauf. Ja, die sind echt gleich schwerer, da hab ich schon recht. Bisschen, ja. Aber der Heiler wird gehauen von links.
Wer ist denn der Heiler? Ja, ich. So. Oh, das brauche ich jetzt zurückgeschlagen. Was? Los, Wacher, komm her. Das ist wirklich ein bisschen schwerer. Also, leicht. Okay, es lag anscheinend nur daran, dass ihr einfach noch nicht da wart. Ich sehe schon. Ja, was ist das? Rückstand. Was ist das, Anna? Ah, neat. Für Lederarbeit, Schneidern und Plattenschmieden. Ich habe keine Ahnung, aber neat. Oh, das hat's mich aber hingelegt hier. Bist du tot? Nee, ne? Nee. Oh, hier ist der Hauptmann. Achtung. Hauptmann läuft leider zu Poxy. Bin weggeslidet auf meinen Inline-Skate. Ray, du hast aber Akro. Wie kriege ich denn die Akro zurück? Oder wie kriege ich die Akro überhaupt mal? Schlechter Shift Tank. F4A. Oh, hier ist einer jetzt als Phoenix wegge. Wie Dumbledore in der Nein, das Phoenix. Ist meine. Das ist meine Daily Ability. Also nicht für. Hast Dumbledore. Du direkt deine Daily Ability gewastet? Ich hab die geused. Was für Noobs man hier wieder unterwegs ist, ne? Findet den Eingang zum unterirdischen Palast. Ist hier. Irgendwie hat es mir noch nicht so richtig, sagt es mir noch nicht so richtig, wann und wo ich hier was besonders viel Akro macht von meinen Fähigkeiten. Du benutzt genau. Fähigkeiten, ich benutze den linken Mausbutton. Ja, die benutze ich ja auch, aber. Oh, hier war eine Falle oder sowas. Nein, das war die Ability vom Magier. Woher kennst du den Magier? Das stand doch gerade vor uns, wir haben den nur gerade kennengelernt. Oh, hier war aber eine Falle auf dem Boden. Oh, ich bin alleine hier. Ist ja eher schlecht. Die Idee gewesen von mir. Wie gesagt, es ist eigentlich für eine Person getuned, ne? Also auch die ganzen Gruppen hier. Was ich komm, ehrlich gesagt ein bisschen behindert finde. War voll nett. Machst du denn was für eine Person an? Es gibt das nicht anders. Also du kannst nicht auswählen. Du kannst nicht sagen, ich möchte für drei Personen? Mindestens habe ich da keine Option für. Das einzige kannst stand du mich heilen, in der, oder? Der Beschreibung, ich habe keinen direkten Heal. Ich habe nur so einen AOE-Heal. Was ist denn sonst habe ich nichts. Schon sehr low, dadurch, dass ich du hast auf 3 hast Blitzer du einen Heiltrank, kannst du dir nehmen. Auf 3? Ja. Passiert nix. Normalerweise ob ich hier reinlaufen soll? Raus da, Hitler. Oh ja, das war schön. Jetzt ist nicht mehr so rot um mich rum. Ach ja, Duncan, dann geh du mal vor. Wenn du stirbst, ist es nicht so schlimm. Oh. War es ja schon deutlich schwerer als jetzt gerade, ne? Was stand auch in der Beschreibung? Da stand irgendwie, wenn ihr diese Quest in höheren Stufen annehmt, dann macht das Ganze mit mehreren Spielern. Also das hat der Autor wohl dazu geschrieben. Wir sind ja schon High Level, wir sind ja schon 5. Wir sind schon, ja stimmt, wir sind schon 5. Mit den Fingern zeig. Ich glaube, ich muss hinter die gehen, oder? Damit die mich nicht so mit dem Schild wegbashen. Man hat auf dem Boden so einen Indikator, wo vorne und wo hinten ist. Ein Böser, der Captain Illig. Und gar nicht, ist ein Hauptmann, aber naja. Oh, da komme ich an und werde gleich weggehauen. Pass mal auf, Freund AOE incoming. Alle annehmen, zack. Shoot, 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 shoot. Und bam, stirb verreckt. Oh, warte, der hat hier eine Quest oder so. Nur weil er ein Ausrufezeichen über den Kopf hatte. Das ist gewanished. Beschafft den Ring, findet die erste Hälfte, findet die zweite Hälfte. Beschafft den Ring, kenne ich irgendwo. Hallo. Oh.
Schafft den Ring komplett. Ich glaube, ich muss da hinter den. Oh. Mir ist noch nicht so richtig klar. Also wenn du den Gegner anvisierst, dann hast du so einen Kreis auf dem Boden vom Gegner. Und da gibt es dann immer einen Indikator, wo vorne und hinten ist, also wo er blockt. Komplett schwere Gegner haben zum Beispiel um sich herum, weil die so viel Rüstung haben. Wird dann für Melees, von welcher Seite die angreifen sollen. So habe ich das zumindest verstanden. Ah ja. Was ich nur nicht verstehe ist, wieso kriege ich keine Aggro? Also ist da was? Weil du hast überhaupt noch keine richtigen Talente und so weiter vergeben. Ne? Also du wählst hinter quasi einen Pfad und der hat dann auch so Aggro-Spells und so weiter. Ne? Also du hast ja jetzt zum Beispiel mit einem Level 5 Krieger in WoW auch nicht so wirklich viele Aggro-Spells. Ne? Sondern halt dein, weiß nicht, Heroic Strike und Spaß. Aber das kommt auf jeden Fall noch so spezifische Aktionen. Ist der Torwächter. Der kann sicher was. Geht. Ich habe schon auf Gewohnheit F gedrückt zum Looten, aber es klappt hier nicht. Achtung, hier war so eine Kreissäge im Boden versteckt. Da musst du auch mal aufpassen, ne? Oder auch nicht. Oh. Ich wollte sie disarmen, aber das geht nicht im Kampf. Gute Ausrede. Oh. Lass doch mal Balo vorgehen. Ja, Balo. Dass er die Fallen entwaffnen kann. Achso, ich dachte, dass er reinläuft. Ich will ihn loswerden. So hatte ich das jetzt verstanden, aber gut. Oh. Ich das alles schön weggeblieben. Ich kann überall stehen bleiben. Wie geil ist das? Hey, ihr da. Und da konnte ich nicht drin stehen bleiben, offensichtlich. Konnte ich nie einfach wegblocken. Nee. Aber hingefallen. Das ist ja gut. Ja, Gott sei Dank haben wir M-Pox dabei, ey. Ohne ihn. Heil dir den Shit. Boah. Da ist ja gut, Loki. Die Gruppe. Achtung, Vogel. Was? Bailey gewastet. Aber warum? Ich muss mal kurz den Hund reinlassen. Der relativ schnell wieder voll. Was hast du denn auf der 1 beim Drunken? Also, ich leider springe ich in die Luft und schlag alle Gegner um mich rum. Gut. Der hat letztens meine Hobbit-TV-Blu-ray kaputt gemacht. Foto gesehen auf Facebook. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass du auf Facebook guckst, tatsächlich. In meinem Blink-Feed auf dem HTC ist das. Ah, mein Facebook-Kanal abonniert. Für mich irgendwie erschreckend, also nach heute kann ich es wieder ein bisschen mehr verstehen, aber es haben mich erschreckend viele Leute drauf angesprochen, auch im Whisper etc., ob ich Balo meinte mit dem Nazi, von dem ich in meinem Status sprach, der sich verpissen soll. Habe ich auch gelesen, sehr geil. Also haben auch wirklich viele ganz ernsthaft gefragt. Ja. Also scheinbar hast du irgendwie so einen nationalsozialistischen Hintergrund. Absolut, nicht auf jeden Fall. Positiv verstärkst, sag ich mal, ne? Also. Ich glaube ja sogar mehrere. Is this heroic? Yes, it is. Loki, was machst du da? Nicht immer wieder den Netzwerk-Dings rausziehen, ne? Achtung, 8-Bein kommt. Ja, Moment, ich muss hier gerade noch. Der Hund hat nur 4 Beine und hängt mit einem davon in meinem. Oh, ja, hast du gesehen? Ich bin out of sight gestrafed. Geht's nicht gerade. Große Korne und so, ne? Oh, da ist ja noch mehr. So. Oh. Kannst du mal das Gift heilen? Ja. Hier passiert nichts. Oh, wer stellt denn hier diese Fallen auf? Ist einer von euch? Ja. Falo, damit ihr reinlauft. Wir lassen jetzt den Dieb vorgehen. Kannst du die Fallen sehen, bevor die ausgelöst werden? Ja. So schlecht sieht das gar nicht aus. Aber uns da reinlaufen lassen, ne? Weißt du, ihr sprintet vor in die Falle rein und danach kannst du die mal disarmen. Du hättest auch was sagen können. Achtung, da sind Fallen zum Beispiel. Warum denn? Also dieser weiße Teil bei dem Kreis ist doch der, wo man hinter ihm ist, oder nicht?
Nee, der weiße Teil ist der geschützte Teil. Quasi. Aber wieso ist der hinter ihm, der geschützte Teil? Vielleicht hat er einen Rucksack auf oder so. Ja, das scheint mir logisch. Quatsch. Wären drin. Der weiße Teil muss doch der sein, wo man angreifen soll. Nee, der weiße ist Teil ist einer. Ja, der kleinere, das ist der geschützte Teil. Und das macht halt keinen Sinn, dass der hinter ihm ist. Gepanzerte Mobs, die sind komplett weiß. Ich glaube, du erzählst totale Scheiße und hast überhaupt keinen Plan. Ach, das ist alles gestützt auf langjähriger Level 14 Erfahrung. So, rechts oder links? Ah, das wäre cool, wenn gleichzeitig auch noch einer links gecharged wäre. Nee, ich bin jetzt... Oh, guck mal, ich hier sofort Flammenteppich. Ne? Man hat ja auch Angst. Lady schon wieder am Start. Kriegen wir überhaupt XP, weil es ein selbstgemachter Dungeon ist? Ja, kriegt man. Gibt sogar eine Zeit, also die hat man oben rechts neben der, beziehungsweise oben links neben der Minimap. Da ist dann dieses Foundry Time und da kriegt man dann 150% EP. Diese selbstgemachte und generell ist es jetzt so, dass man sich kaufen könnte, mehr XP zu bekommen, ne? Nehme ich mal an. Weiß ich gar nicht. Weil hier gerade Leute meinten, dass man so lange braucht. Vielleicht gibt es da irgendwelche Booster? Keine Ahnung, ich finde das Level jetzt recht angenehm. Was ist jetzt hier? Was? Ja, ach, hier kann ein Scheiß programmiert. Die Kaldjinja. Königin der Titten. Tiefen. Titten. Das war... Oh, die ist aber langweilig. Ah, okay. Ich hab einen Damage-Spell, mit dem ich euch gleichzeitig heile. Ich hab keinen direkten Healing-Spell. Fuck. Heiligt euch abgeschlossen. Alter. Da denkt man, der Kampf wäre zu Ende gegen dieser... Ja, Tuste? Ich finde das schon sehr gut gemacht. Der kriegt von mir auch ein bisschen Trinkgeld. Vogel. Was macht der Vogel nochmal? Weiß ich selber nicht. Hauptsache, du sagst es immer an, aber hast keine Ahnung, was es tut. Irgendwas Gutes auf jeden Fall. Ich habe mir die Spells noch nicht durchgelesen. Oh. Oh. Das ist die rechte Hand. Das ist der dem von gerade, der so gewendet ist. Wisst ihr noch? Ja. Im weißen Teil vom Kreis hat man Kampfvorteil. Wirkt sich nur auf bestimmte Fertigkeiten aus. Steht hier im Chat. Oh, jetzt habe ich hier Ogre Slayer bekommen. Lass mal wieder anranken. Da ist wieder Kalinka. Oh, wie oft kommt die denn noch wieder? Königin Kalinka abgeschlossen. So sieht's aus, so sieht das aus. Sieht aus dem Palast. Sieht aus dem Palast. Flieht? Warum? Wir haben doch alles umgebracht. Warum sollen wir jetzt flieht, ihr Narren? Wahrscheinlich, weil hier noch irgendwo einer ist. Vielleicht stürzt er gerade ein. Oh. Ja, jetzt weißt du, warum wir hier fliehen müssen. In die Richtung muss man fliehen, wo ihr seid? Keine Ahnung, der Stein hat geglitzert. Ich dachte, da muss man hin. Ja, siehst du, ist auch so. Guck mal, wie geil das hier aussieht. Guck mal das jetzt noch erstmal an. Ja, voll geil und grün und so. Guck mal, hier ist ein Wasserfall. Aha, GZ und so, ne? Hey, coole Gruppe, ey. Bei GZ halt steht gerne hier wieder. Ja. Ja, das war doch ganz cool eigentlich, so. Hat sich das nicht verändert? Aber das war so aufregend, lass mal bitte eine kurze Pause machen. Bis